Rohstoff, drei Kumpel. So, jetzt wird's gleich spannend. Er ist Fachmann für komplizierte Baumfällungen. Er macht die gefällten Stämme kurz und klein. Ich brauche nicht viele Leute, denen sind Bäume wichtiger. Das ist so. Er handelt mit Hölzern, Bohlen. Vom Stamm her ist er gut, aber da ist Eisen drin. Und Tischplatten aus Eiche. Ja, die gefällt mir richtig gut. Für die drei befreundeten Holzprofis beginnen jetzt die spannendsten Wochen des Jahres. Anfang Oktober in der Lüneburger Heide. Hier startet heute Baumfäller Michael Kröger in die Saison. Sein erster Auftrag hat es gleich in sich. In einem Waldstück der Gemeinde Hahnstedt soll direkt an der Hauptstraße eine alte Eiche gefällt werden. Ein Fall für Michael Kröger und seine Jungs Pavel und Jörn. So, Pavel, Jörni. Bei der Eiche hier sieht man ja, die hat ganz, ganz doll unter der Trockenheit gelitten, die letzten beiden Jahre. Und die ist jetzt ziemlich abgestorben. Die extremen Wetterbedingungen der Vorjahre haben verheerende Auswirkungen. Ihr könnt hoch, Jörn, ihr könnt hoch, ihr dürft. Wenn es um komplizierte Baumfällungen im Landkreis geht, sind sie die Spezialisten. Jetzt im Oktober geht es endlich wieder los, denn vom 1. März bis 30. September gibt es in Deutschland die sogenannte Schonzeit, die Wildtiere und Vögel in Bäumen und Sträuchern vor Störungen schützt. Die ist nun vorbei. Diese trockene Eiche ist doppelt gefährlich für die Bevölkerung, durch ihre Lage an der Straße und durch ihre Größe. Ja, da muss man natürlich auch schwindelfrei für sein, wenn man das oben in der Höhe aushalten möchte. 100 Jahre ist die Eiche alt. Doch die Trockenheit und schwere Stürme in den letzten Jahren führten dazu, dass Bäume wie sie leiden und entfernt werden müssen. Also der Plan ist jetzt, den Stamm, weil er ja schön lang ist, machen wir den Fellschnitt und dann drücke ich ihn mit dem Träger einfach darüber und dann haben wir ihn im Ganzen. Wenn es funktioniert. Umschubsen nennt Michael das Verfahren. Also nicht weiter als hier, genau parallel, ne? Michael hat schon Interessenten für das Holz. Seine beiden Kumpel. Der eine sägt, der andere handelt damit. Aber tipptopp. Gut geklappt, wir sind zufrieden. So, wie wir es wollten. Die sieht so noch gut aus, aber die ist halt trocken gewesen. Ne? Also das ist einfach dieser Wasserstress gewesen, den sie hatte. Sonst ist sie nicht hohl oder faulig. Seit Jahren regnet es immer weniger. Dadurch hat er gut zu tun. Wir dürfen da wieder angreifen. Wir haben viele Borkenkäferbäume, die gefällt werden müssen. Wir haben große Eichen, die leider tot sind, die weg müssen, die Gefahr darstellen. Wir haben da Problemfällungen bei, wo wir unsere Bühne brauchen, wo wir einen Telekran brauchen. Wo wir eine Straßensperrung teilweise brauchen, um das realisieren zu können. Das ist ein mobiles Sägewerk. Es ist in ganz Norddeutschland unterwegs. Und er ist der Betreiber, Karl-Heinz Hilmer, genannt Kalli. Wir finden immer welche von Bremen und noch weiter, und weil die da keinen finden. Weil ich kann ja bis 1,30 Meter Durchmesser, Meter und 12 Meter Länge sägen. Das können die wenigsten. Also mobil die wenigsten. Ja, ohne Wald kann ich eigentlich schlecht leben. Deshalb habe ich ja auch ein Haus in Schweden und mitten im Wald. Ich brauche nicht viele Leute, denen sind Bäume wichtiger. Das ist so. Bevor Kalli seinen Baumfällerkumpel Michael trifft, hat er noch einen Termin in Mengebostel bei einem Sägewerk. Sogar in Fachbetrieben ist er mit seinem Spezialgerät gefragt. Ist gut, ne? Der Besitzer des Sägewerks braucht Kallis Hilfe für einen besonderen Kundenauftrag. Es geht um Eiche. Weil wir so dicke Stämme haben, die wir selbst nicht schneiden können, dann lassen wir die von ihm vorschneiden auf ein gewisses Maß, dass wir die weiter bearbeiten können. Ja, das ist schon die Größte hier in der Region. Das lassen wir ihn auch kommen, aber mit ihm zusammen. Ne? Sein mobiles Sägewerk, eine Spezialanfertigung. Die haben sie nach meinen Wünschen gebaut, ja.
Das war die erste in dieser Größe. Mit 6 Tonnen und Druckluftbremse und mit Kabine überhaupt. Sonst hast du keine Kabine dabei. Ne? Ja, weiß nicht, ob es schon eine zweite gibt, aber genau so glaube ich nicht. Mit 6 Tonnen ist sein mobiles Sägewerk ein echtes Schwergewicht. Es funktioniert komplett elektrisch und hydraulisch. Das Handling der Maschine ist nicht ungefährlich, deshalb muss alles in Waage sein. Die großen, schweren und dicken Eichenstämme sind auch für Kalli heute eine Herausforderung. Dafür setzt er dieses Sägeblatt ein. Es ist 6,5 Meter lang und 20 Zentimeter breit. Und wenn einer zu dicht kommt, dann wird das Ding ausgestellt. Ne? Vor allem, wenn Kinder in die Nähe kommen, dann geht gar nichts mehr. Nee, da fliegt öfter mal was weg, wenn du einen Stein an der Rinde und der fliegt raus und der kriegt den in den Kopf, der ist ja doppelt. Ne? Aber manche Eltern, die müssen ja da auf 1 Meter ran zum Gucken. Denn, ne? Schlimm. Ist soweit. Bist du hilflos? Nee, ich brauche Holz. Achso, ja, bitte. Kann losgehen. Was willst du haben davon? In der Mitte 8 cm, ja. Einmal und sonst nur 3 cm. Aus diesem Stamm soll Kalli Bohlen in verschiedenen Stärken für rustikale Tischplatten sägen. Scheiße, wenn man blind ist. Der 65-Jährige muss trotz Zeitdruck konzentriert arbeiten, denn nur jeder sauber gesägte Stamm wird auch bezahlt. Der erste Schnitt. Kalli weiß nie, wie es in dem Stamm aussieht. Das Holz könnte brechen oder reißen. Manchmal befinden sich auch Fremdkörper darin. Hier ist alles gut. Andere Sägewerke trauen sich an solche Stämme häufig nicht ran. Kalli schon. Aus diesem Stamm will er 10 Platten sägen. Nach einer halben Stunde, Kalli hat den ersten Stamm geschafft. Die letzten Tischbohlen sind fertig. Jetzt im Herbst hat auch er Hauptsaison. Heute Morgen hier und dann Lohhof. Jesseburg. 2 Tage. Und die nächsten warten schon. Die muss ich nur anrufen. 50 Kilometer entfernt, zurück in Hannstedt. Hier geht es jetzt um diese 2 über 200 Jahre alten Eichen. Durch die starken Stürme der letzten Jahre haben die Eigentümer Angst, sie könnten umstürzen und schwere Schäden verursachen. Ein Großauftrag für Michael Kröger. So, ihr beiden, also Jörn und Felix, ihr seid heute Morgen ja dafür zuständig, für die Straßensperrung, die wir hier für die Baumfällaktion haben. Und zwar haben wir eine verkehrsrechtliche Anordnung vom Landkreis Harburg. Das ist unser Sperrbereich, die halbseitige Fahrbahn. Mhm. Wir stehen auf der Straße mit der Bühne und mit dem Telekram. Wenn jetzt irgendwas dabei sein sollte, wo wir meinen, das ist zu gefährlich, wenn wir damit über die Straße schweben, dann dürfen wir eine ganzzeitige Straßensperrung vornehmen. Man ist doch konzentriert dabei und auch so ein ganz klein bisschen aufgeregt, glaube ich. Die Fällung direkt an der Hauptstraße ist eine logistische Herausforderung, für die sie Spezialequipment brauchen. Der Hubsteiger mit Bühne und Korb kommt wieder zum Einsatz. Zusätzlich rückt noch ein großer Kran an. Bis zu 2.500 Euro kann eine Fällung dieser Art pro Baum kosten. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass der Ast richtig angebunden ist vom Gewicht her. Weil wenn man den zu weit in der Mitte oder unten anbindet, dann kann es sein, dass der Ast umschlägt. Und dann ist halt derjenige, der im Korb steht, doch arg gefährdet. Ne? Weil wenn der Ast dann gegen diesen Korb schlägt, das kann dann so einen Katapulteffekt ergeben. Und dann kann das sein, dass man einmal so rausfliegt. So, jetzt wäre es gleich spannend. Ihr Plan?
Zunächst wollen sie die großen Äste der Krone einzeln entfernen, um dem Baum das Volumen zu nehmen. Diese müssen dafür durch schwere Eisenketten am Kran befestigt und gesichert werden, damit sie nicht unkontrolliert nach unten krachen und im schlimmsten Fall jemanden verletzen. Zum Schluss wollen sie den Stamm im Ganzen fällen. So, jetzt sperren wir einmal die Straße komplett, weil er jetzt quasi der Kran mit dem Ast dran einmal über die Straße rüberschwenkt, damit wir dort gleich auf der anderen Fläche den Ast ablegen können. Und es ist einfach zu gefährlich, falls da irgendwie jetzt Trockenäste drin sind, die jetzt beim Rüberschwenken da rausbrechen sollten und dann vielleicht irgendwie ein Auto treffen oder ein Fußgänger. Deswegen sperren wir die Straße für diesen kurzen Moment dann ganz. Sicherheit hat jetzt oberste Priorität, denn allein der Ast der alten Eiche wiegt schon eine gute Tonne. Ja, jetzt hängt der Ast dran. Geschafft. Der Ast muss jetzt noch sicher über die Straße. Was man nie verlieren sollte, ist der Respekt vor der Arbeit oder vor dem Baum auch. So, weil wenn ich den Respekt davor verliere, dann passieren Unfälle. Ne? Aber Angst ist also nicht das richtige Wort, weil also Angst ist ein ganz, ganz schlechter Gegenspieler. Nach 2 Stunden hängt auch der letzte große Ast der Eiche am Haken. Kann wieder fahren! Das Fällen des Stammes ist Chefsache. Von außen macht der Baum auf ihn noch einen guten Eindruck. Lass mich den mal gucken. Könnt ihr mal schön gucken. Aus dem Stamm läuft das Wasser raus. Das hier auch schon, das kommt aus dem Stamm raus. André, das Wasser hier drückt aus dem Stamm nach unten. Hat er keinen. Dass er innen kaputt war. Die Eiche hätte also bei einem Sturm umstürzen können, weil sie krank war. Unsere Heidedörfer, die haben ja so eine gewachsenen Strukturen, wo einfach alte Eichen mit ins Dorfbild reingehören. So, und wenn die dann Stück für Stück verschwinden, ist es natürlich schade. Verändert auch ziemlich so diese Bilder der Dörfer. Aber man kann ja an Leute appellieren, dass sie dann vielleicht neue pflanzen. Eiche gilt als härteste und hochwertigste heimische Holzart. Dafür interessiert sich er, Manni Hohmann aus Hannstedt. Er ist Holzhändler und die Eichenstämme sind für ihn reserviert. Vom Stamm her ist er gut, aber da ist Eisen drin. Ich weiß zwar nicht wo, ob es hier oder unterhalb ist. Der blaue Fleck bedeutet, dass da Metall drin ist, Eisen oder Granatsplitter. Ich bin Nachkriegsjunge, ich kann es nicht beantworten, aber von meinen Eltern habe ich eben gehört, dass auch hier die in Deckung gehen mussten, weil die hier nach Hamburg rübergeflogen sind oder von Hamburg herkamen. Hier sind auch noch mal irgendwo welche Granaten runtergefallen. Nach insgesamt 4 Stunden fällt auch der zweite Eichenstamm für Manni. Er hat viele Anfragen. Naturholzmöbel sind gerade in. Da kann man denn letztendlich ja auch schöne, entsprechend lange Tischbohlen, wenn man sie haben will, oder derjenige, der sie haben will, draus sägen. Der Baumfäller kennt den Holzhändler schon seit seiner Kindheit. Ja, so, gibt es noch eine Endbesprechung oder die Suppe ist gegessen? Nee, für heute ja. Für heute ist das gewesen, ja. Also für dich zumindest. Ja. Fazit. Super Sache. Ich glaube, von der Zeit her ist es irgendwie, glaube ich, 1 Uhr jetzt. Kann man nicht meckern. Also ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit. Hat gut geklappt. Ein geheimer Ort im Wald bei Hannstedt. Holzhändler Manni bringt die beiden Eichenstämme zum Lagern hierher auf seinen Holzplatz. Doch dafür müssen sie erst mal vom Anhänger runter. Der Baum ist zu schwer für meinen Träger.
Schwere Herbststürme brachten ihn auf seine Geschäftsidee. Die Stürme, so leid einem das tut, wenn der Baum umkippt, er muss ja verwertet werden, er muss da weg. Und ja, ich habe dann die Chance und kann den nicht, als wenn ich zum Förster gehe, ich brauche eine Eiche, ich will da was raussägen, dann sagt er, ich will aber ordentlich Geld haben. Und dies kann ich dann zu einem Obolus wie Feuerholz oder wenn der Besitzer sagt, du, das ist mir zu wenig, ich muss ein paar Mark mehr ausgeben. Und dann hat man das erreicht und Handel ist ja erst perfekt, wenn zwei sich einig sind. Ich bin als Schulkind mit Eltern in den Wald gegangen, weil wir unser Bauernhofhaus mit Holz geheizt haben. Wir haben erst in den 80er Jahren Ölheizung gekriegt, parallel zum Holzofen. Und das ist mir wahrscheinlich so eine Art in die Wiege gelegt. Am nächsten Morgen. Kalli kommt. Hi. Moin. Tag, Kalli. Hallo. Schön, dass du hier bist. Wir wollen den Baum kaputt sägen oder in Stücke sägen, den wir letztens umgelegt haben mit dem Kran. Sie sind seit 20 Jahren befreundet. Ich hätte gesagt einmalig. Ich weiß es nicht genau, vielleicht haue ich ein bisschen auf den Putz, aber er ist ja mit dem Ding, wie er es neu gekriegt hat, sogar einmal nach England gewesen und hat da Vorführung gesägt. Aber ich messe Birmingham heute. Birmingham, siehst du, das habe ich nicht mal behalten. Für die Eichenstämme von der Hauptstraße hat Händler Manni bereits eine Interessentin. Hier ist halt Claudia einen Tisch von kriegen. Das ist ein Baum, der hat gefällt und der hat hier eine Macke. Und da musst du an Fabi sagen. Der hat überall Macken, Manni. Ja, aber wenn wir doch mal gut fahren. Eine Platte muss er holen. Wenn er sie trifft, muss ich 200 Euro oder so bezahlen fürs neue Säge. Ja, beim Nagel nicht. Den säge ich durch. Aber wenn das ein Granatsplitter ist von früher, ist es Blattschrott. Ne? Dann fliegen die Zähne weg. Kalli muss aufpassen. Das Eisen im Stamm könnte das Sägeblatt schwer beschädigen. So drehe ich den Stamm mit. Das ist für die Stammbänder. Anschlag hoch, runter, das ist das Haupt, was ich hier brauche. Ne? Und am Joystick, da kann ich mit fahren oder Spänekasten aufmachen, Vorschneider ran und eben Höhe einstellen. Wenn ich hier, den stelle ich ja mit dem Computer ein, da habe ich meine Programme, was ich sägen will. Und dann fährt der auf die Höhe hin, was ich brauche. Ne? Dann geht's in die Nähe der Eisenstelle. So, in der Mitte traue ich mich nicht durch. Machen wir was anderes vorne. An die Bäume die mittlere Bohle so durchlassen, die ist jetzt doppelt. 160. Wenn Kallis mobiles Sägewerk da ist, kommt auch oft der Dritte im Bunde. Baumfäller Michael mit einem Hänger voll mit Nadelholz. Douglasienstämme. Moin, Manni. Moin. Ach, begrüßen. Bist du jetzt gleich? Ja, ich hab mich ja eben so ein bisschen eingemogelt hier, ne? Hab das ja nur gesehen, hab gedacht, ich schummel mich hier mal ein bisschen zwischen. Dann ist meine letzte jetzt und dann machst du und dann mache ich weiter. Ja, dann machen wir eben die Verbretter fertig. Okay. Schnell gemacht. Moin! Moin. Ich schmeiß hier eben gleich mal einen Stamm rauf und dann machen wir da ein paar Bretter vor. Seit 18 Jahren arbeiten die drei zusammen. Sie verbindet vor allem ihre Liebe zum Holz. In diesem Jahr bringt Michael besonders viele Nadelhölzer, denn Douglasien, Fichten, Kiefern und auch Lärchen sind besonders geschädigt durch den Borkenkäfer. Wie kann am Wagen rauf? Ja, Douglasien finde ich ist ein ganz schönes Holz, so eine schöne Maserung. Und
Stimmt, hat so ein bisschen was von Romantik, ne? So, schmeiß weg. So, schönen Dank für den kurzen Auftritt. Ja. Ich komme wieder, wenn ihr weniger Zeit habt. Das ist gut, ja. Am nächsten Tag. Auch auf diesem Friedhof haben die trockenen Sommer, die starken Stürme der Vorjahre und Schädlinge Spuren hinterlassen. So, lass einmal gucken. So, hier haben wir jetzt unsere Reihe Fichten, die vom Borkenkäfer befallen sind. Und die wollen wir heute dem Friedhof entnehmen. Heute ist die Herausforderung hier, dass wir auf dem Friedhof sind und die Bäume stehen hier direkt an einer Reihe Gräber. Und Friedhof, Gräber ist ein sehr sensibles Thema, auch für die Angehörigen und so. Und wir wollen da jetzt die Gräber nicht irgendwie mit Leidenschaft ziehen und auch keinen Schmutz drauf kommen lassen, also von den Nadeln und so. Deswegen haben wir uns entschieden dazu, die Bäume einfach von der Friedhof abgewandten Seite, also vom Acker aus hier zu entnehmen. Die Fichten auf dem Friedhof sind 40 Jahre alt und alle tot, so Michaels Diagnose. Also hier sieht man das ganz schön, die Löcher. So und die Larven und die Jungkäfer, die fressen sich hier durch. Dahinter ist dieser sogenannte Bast. Und dadurch durchtrennen sie wichtige Leitungsbahnen, die den Baum mit in den Nadeln gebildeter Nahrung versorgen. So, das schwächt den Baum und wenn der Befall zu groß wird, dann wird auch der Wassertransport von unten in die Krone oben, der wird unterbunden und dann sieht man das hier ganz schön, dann stirbt dieser ganze Baum letztendlich ab. Mehr als die Hälfte aller Fichten musste in den letzten 3 Jahren als Schadholz entnommen werden oder ist abgestorben. Wichtig ist es jetzt einmal, dass wir den Baum so ein bisschen in der Mitte ungefähr packen, dass er so ein bisschen im Gleichgewicht bleibt, dass er mir nicht irgendwo überkippen kann. Ja, und dass ich ihn noch hoch genug heben kann, damit ich über den Zaun hinwegkomme. Und wie man ja unschwer erkennen kann, ist das so, glaube ich, für den Friedhof und für die benachbarten Gräber die schonendste Weise, die Bäume zu entnehmen. Rund 14 Meter lang und 800 Kilogramm schwer ist so eine Fichte. Michael hat für diesen Einsatz extra seinen Bagger umgebaut. Fertig. Wir haben die Fichten hier beim Friedhof entnommen. Ich habe gar nicht gezählt, glaube ich, 16 Stück oder so. Hat wunderbar geklappt, irgendwie 1,5 Stunden. Perfekt, wir sind super zufrieden. Am Nachmittag kommen die Kunden für die Tischplatte und der örtliche Tischler zu Holzhändler Manni. Dass die Gäste so, wenn sie am Tisch sitzen, einfach wie so ein Handschmeichler über die Holzplatte gehen und denken, die Maser ich fühle mich wohl. Genau. Claudia Albers ist Landgasthofbesitzerin und wünscht sich einen Tisch für die Terrasse. So wie ich das beim Einkaufen mache, die ersten paar Schuhe, die man sieht, die legt man zur Seite und meistens kauft man die ersten und nicht die anderen 3, die man noch ausprobiert hat. Wollen wir sehen, ob es hier auch klappt. Mal gucken, ich kaufe nicht so oft Schuhe. Ja. Nee, Schuhe nicht, aber nun nehmen wir mal ein Stück Holz, ob das erste das entspricht oder ob wir das zweite oder dritte brauchen. So, einmal hoch und... 200 Euro nimmt Manni für so eine Tischplatte. Und hoch! Ja, die gefällt mir richtig gut. Ja. Die muss weg. Dann nehmen wir den Splint hier noch ein bisschen weg, das helle. Ja. Sodass wir hier die Form schön der Maserung rausholen mit Zucheisen. Da auch so ein bisschen. Sieht ja so ein bisschen aus, als sei der Kaffer ausgelaufen. Das sieht man danach das, noch? Das schleifen wir raus. Ja. Das schleifen wir raus, ne? Probieren aber die wird dann nicht dünner, die Platte. Nein. Nee. Millimeter, ja, ne? Durch ein Anschleifen, durch ein Bürsten. Ja. Die Eiche ist ja einfach ein schönes heimisches Holz. Hier in der Heide haben wir viele Eichen.
Es ist robust für Claudia draußen. Ja. Unter den Eichen. Mehr Eiche geht nicht. Das ist genauso eine Platte, wie ich mir gewünscht habe. Freut mich. Die Eichenholzplatte kommt jetzt in die Tischlerei nach Hannstedt. Am nächsten Morgen in der Werkstatt. Die Kundin soll jetzt entscheiden, was mit dem Eisensplitter im Holz passieren soll. So, Claudia, dann lass uns eben nochmal die Oberseite festlegen, was wir nach oben machen. Hier haben wir ja schön die Äste drin. Ja. Nachteil auf dieser Seite ist eben das nicht raus, oder? Ja, die Gefahr ist da, dass es drinnen bleibt. Ne? Das ist alles irgendwie Eisen. Eisen und Eiche und Feuchtigkeit verträgt sich nicht, das wird blau. Also es kann irgendwie ein alter Nagel oder vom Sägeblatt. Vielleicht ist es auch nur äußerlich, ich weiß es nicht. Aber ich würde es... Könnte sein, dass es so bleibt. Ja. Jo. Wunderbar. Du hast auch gefrühstückt. Ja, logisch. So. Oh ja, nee, ich glaube, die Seite finde ich schöner. Ja, muss ich hinlegen oder angucken? Ja. Einmal hinlegen? Ja. Generell ist natürlich ein Trend, gerade zu Eiche ist schon da, definitiv. Ja, und die Leute sind auch schon mal bereit, ein bisschen in die Tasche zu greifen und sich ein Möbel bauen zu lassen, was man behält. Ne? Nicht aus einem schwedischen Möbelhaus, wo dann immer nach 2 Jahren was Neues kommt, sondern das ist ein Tisch, den kauft man sich einmal. In einer Woche soll der Tisch fertig sein. Heute ist es soweit. Auslieferung des Eichentischs im Landgasthof zur Eiche. Oh Männer, ihr seid da! Claudia! Herrlich! Der Baum von der Hauptstraße findet jetzt seinen Platz auf der Terrasse vorm Restaurant. Oh, schön! So. So, wollen wir mal die Luken zumachen? Tolles Ding. Ne? Da ist er. Absolut zufrieden, schönes Stück geworden. Nässe schön da, Farbton. Proportionen passen. Alles hübsch. Man muss sich schon Mühe geben, um den an 5, 6, 7 Generationen kaputt zu kriegen. Schafft man nicht. Ich bin richtig glücklich. Ja, es ist sehr schön geworden. Es ist sogar noch schöner geworden, als ich mir das vorgestellt habe. Auch hier diese Risse machen ja Knaster, machen den Charakter aus. Und ja, schön. Richtig hübsch. Gefällt, gesägt, verkauft. Von den Holzprofis im Herbststress. Weil dann hebt, glaube ich, dieses Ganze, kommt dann noch mehr zum Vorschein. Ja gut, kann man machen, klar. Für mich ist es eigentlich immer keine Einheit, aber da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Das ist wirklich Geschmackssache, mehr nicht. Da kannst du jetzt auch nicht... Ja.